Ich wollte schon lange mal eine Rampe selber bauen. Es ist so viel Schnee. Wir sind vorhin stecken geblieben. Er ist stabil, er ist stabil. Ole! Yo! Herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video von mir. Ich bin heute hier in meiner Wege mit dem... Robert, a.k.a. Endu Robert. Ja, wie ihr seht, ist das Wetter heute nicht ganz so für das Velofahren. Obwohl wir ja das How to Crankflip im Schnee gedreht haben, wir uns gedacht, wir bleiben heute gescheiter mal ein bisschen drinnen und uns einem anderen Projekt widmen. Und das Projekt wäre folgendes. Ich wollte schon lange mal eine Rampe selber bauen. Irgend so einen kleinen Kicker, wo man dann in Zukunft Long Jump Competitions drehen oder High Jump Competitions. So einen kleinen handlichen Kicker, wo man einen Rucksack schnallen und mal durch Inti cruisen und schauen, was dass man eigentlich alles so für geile Street Tricks auspacken kann. Und das Projekt tun wir mit dem Robert zusammen. Ja, genau so. Machen wir geile 360 oder 180 oder einen Crankflip oder egal was. Und das Projekt nehme ich heute in die Hand mit dem Robert zusammen. Wir fahren jetzt los in Gobbau und Hobby, holen uns unsere Hölzer und dann schauen wir mal, ob wir es zustande bringen schlussendlich. Let's go! Oh, der Jump! Robert, wie siehst du das? Wie sind unsere Chancen heute, das Projekt vollständig zu beenden oder vollständig durchzuführen? Eigentlich ganz gut, aber wir können es nicht testen höchstwahrscheinlich. Ja, das wollte ich eigentlich noch wollen. Aber wir können ja so einen Sprung machen, der dann in die Teufelschnee reingeht. Dann haben wir wie ein Airbag-Landing. Wir haben uns vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, wie gross das unser Kicker soll werden. Den Plan hätten wir, die Frage ist nur noch, ob wir technisch die Stand sein, das Ganze umzusetzen. Robert ist zwar Mechaniker, aber ich weiß nicht, ob er es so mit Holz hat. Und ich habe es garantiert nicht mit Holz, wegen dem könnte lustig werden. Oh. 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 Also das wäre hier unser Plan, den wir gemacht haben, so professionell. Ja, kommt gut. Oh ja. Hast du schon mal eine Ramp gebaut? Nein. Ich habe auch noch nie. Frage, ich finde, die Shops sind immer so unübersichtlich irgendwie. Und du hast so viele Schrauben, zieh doch mal rein. So viele Möglichkeiten. Und ja, das sollte doch eigentlich nur eine Grösse von Schrauben geben. Das ist ich hasse das, wenn man seine Maske vergessen hat. Und dann muss ich die ganze Zeit so krüppelhaft rumlaufen. Mühsam! Ade! Ade! Also das Holz haben wir jetzt eingekauft ist worden. Jetzt gibt es noch einen kleinen Zwischenstopp, weil wir auf eine geile Idee sind kommen, weil es so fest schneit. Und ich sage stay tuned, gonna be sick! Oh mein Gott, okay. Das ist jetzt das war eine geile Idee gewesen und es hat auch gut funktioniert. Aber hey, es ist so viel Schnee. Wir sind vorhin stecken geblieben. Das heisst, wir jetzt die ganze Zeit müssen schauen, dass wir nicht, dass wir irgendwie noch von dem Feld runterkommen. Scheiße. Naja, ein Drift haben wir wenigstens können machen. Ich glaube, das wär's ja auch gewesen. Wir sind jetzt hier bei meinem Vater daheim, in seiner Werkstatt. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir das ganze Holz hier zuschneiden. Was haben wir gesagt? Unsere Ramp soll nach 60 breit, 80 lang und 30 cm hoch werden. Jetzt müssen wir die ganzen Hölzer zuschneiden und dann müssen wir es nur noch zusammenschrauben. Die Deckplatte haben wir schon mal zuschneiden, aber hier die dicke Platte für eine Seitenwand ist so massiv und mit dieser Baumsäge, die wir haben, schaffen wir es einfach nicht. Also müssen wir jetzt irgendwo eine Stichsäge auftreiben, damit wir dann können, ja, weiterfahren können. Mal schauen, ob die Nachbarn etwas haben. Wir konnten eine Stichsäge organisieren. Jetzt gibt es wieder einen Location-Wechsel. Wir gehen zu einem Kollegen, der eine Stichsäge hat. Dort schneiden wir da die massive Platte noch fertig. Und dann gehen wir zu uns das Ganze zusammenschrauben. Und dann sollten wir es hoffentlich haben. Mal schauen. Wir sind jetzt hier beim Mattenhof. Der Dino, Besitzer vom Mattenhof, kann uns aushelfen mit einer Stichsäge. Und
dann können wir das Projekt heute gleich noch beenden. Stichsage haben wir. Jetzt geht's weiter. Okay, neuer Arbeitsplatz. Unsere Hölzer sind zugeschnitten. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze einigermaßen gut kommt. Hier haben wir die Seitenwand von der Ram. Also, unser Kicker ist langsam aber sicher fertig. Wir schauen nur noch, dass wir jetzt da noch ein bisschen stabiler bekommen und dann können wir ihn wahrscheinlich sogar schon testen, je nachdem. Ich muss mal überlegen, wo wir herkommen, weil draussen auf der Straße hat es wirklich viel zu viel Schnee, für ihn wirklich können zu testen. Aber wir schauen mal, wo sie es her verschlägt. Oh, hey, er ist stabil, Ole. So, wir sind soweit fertig. Wir haben unsere erste echte Rampe fertig gebaut. Jedes Mal. Es ist eigentlich schlecht gekommen. Ich bin relativ zufrieden mit dem Resultat. Solide. Für unsere allererste Rampe, die wir selber bauen. Und das ist unser Endresultat. Oh. Tada. So sieht das Ganze aus. Und es ist einfach stabil wie keine Ahnung. Also wirklich, kann man echt drauf gehen. Zack. Ich wollte das Ganze eigentlich noch testen jetzt heute Abend, aber das Wetter ist immer noch mega grusig, wie ihr seht. Also es gibt richtig grosse Schneeflocken und es ist auch schon relativ spät. Wegen dem lassen wir das Ganze jetzt so stehen. Tut mir bitte in die Kommentare schreiben, was wir mit dieser Rampe alles so sollen machen und wir sollen abrutschen. Ob wir sollen eine Long Jump Competition machen, eine High Jump Competition oder ob wir einfach das Ganze mal irgendwie zu einem Skatepark sollen nehmen oder zu einem Pump Track zum Beispiel, wäre auch eine geile Idee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wollt vielleicht weiterhin mehr so Building Videos sehen, weil das hat mir jetzt mega Spass gemacht und ich wollte das weiterhin so machen. Ich hoffe, ihr auch. Yes. Sick. Also, ich würde sagen, bis gleich und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.